Euer Gnaden? Es ist. Haben Euer Gnaden einen fruchtbaren Arbeitstag gehabt? Oh, danke. Komm, setz er sich, mein Sohn. Komm ja schon. Möchte ich mal erleben, dass du pünktlich bist. Was heißt denn hier pünktlich? Ist er erst kurz vor halb, nicht? Und den Sprinter Otto vom Luisenplatz? Hast du ganz vergessen, was? Ach, hi. Da müssen wir uns aber beeilen, komm. Du, hast du die Knallfrösche? Ja, klar. Zeig. Ja, 3 Stück, die binden wir zusammen. Was meinst du, was der für Luftsprünge macht? So dreht ihr hier jeden Morgen seine Runden. Seit einem Vierteljahr. Da kann's regnen oder hageln. Das macht ihm gar nichts. Nerven muss der Arm. Du, vielleicht trainiert ihr schon für die Olympiade. Ach Quatsch, ein Olympialäufer hat doch immer einen Betreuer bei sich. Ja. Ist doch bloß Konditionstraining, was der macht. Was für ein Training? Konditionstraining, um fit zu bleiben. Na ja. Los, komm. Pass auf, du zündest und ich werfe. Ja, los, komm, schnell. So, komm. Noch nicht, hier musst du erst näher kommen. So, jetzt. Ja. Aber ziel genau. Genau vor die Füße. Verdammte Bengels. Der Bengel, du! So was Unfaires! Einen Hingeflogenen noch zu schlagen! Du kommst auch noch ran! Für mich kriegen sie ja doch nicht! Das nächste Mal treibst du dein Blödsinn woanders. Wir haben doch bloß Spaß gemacht. Auch wenn ich dich nicht hätte. Dann würdest du noch deinen Kopf zu Hause vergessen, glaube ich. Das wäre gar nicht so schlecht. Da könntest du dich den ganzen Vormittag mit mir unterhalten und er ist immer recht. Ach, wie langweilig. Eben. Was gibt denn zum Mittag? Der Herr wird zufrieden sein. Tschüss. Tschüss. Du, Peter, vergiss doch bitte nicht den Fußballkarten, ja? Wo werde ich Fußball vergessen? Tschüss. Das nächste Mal nehmen wir aber eine richtige Zündschnur und hauen wir ganz schnell ab. Ich weiß nicht. Hab gar keine Lust mehr. Mensch, das kannst du dir doch nicht gefallen lassen. Du hast doch ganz rote Ohren, da müssen wir doch Rache nehmen. Die Sache war doch kindisch. Der Fall ist für mich erledigt. Na Jungs, ihr habt wohl keine Lust heute, hä? Eh? Die Schule wartet nicht. Fahrt die Pferde zum Verlag? Ja, steigt ein, ich fahre in der Schule vorbei. Oh, danke schön, prima. Mit dem Wagen zur Schule. So schön möchte ich's auch mal haben. Herr Hauser? Haben Sie einen neuen Roman geschrieben? Nur ein paar Kurzgeschichten. Spannend, mit Verbrechern und so? Mit Liebe und so. Schade. Sag mal, Till, was ist denn los? Ist der so still? Ach, gar nichts. Till ist von einem Mann geschlagen worden. Geschlagen? Stimmt das? Ja. Und genau ins Gesicht. Ich hab's selbst gesehen. Was war das für ein Mann? Ein Sportler. Er trainiert immer morgens auf dem Luisenplatz. Wie sieht der Mann aus? Wie ein Sportler so aussieht. Ein Trainingsanzug hatte an. Und vorne ein Vereinsabzeichen drauf. Und was ist das für ein Vereinsabzeichen? In der Mitte ist ein großes B. Und ringsrum einen Kreis aus Blättern oder so. Hier. Du, Vati, eigentlich hätte ich noch sehr viel Schularbeiten zu machen. Das fällt dir aber sehr plötzlich ein. Du wirst ja nicht den ganzen Tag dafür brauchen. Aber erstmal wollen wir diese Sache aus der Welt schaffen. Komm. Du noch gut, Ding, hier, mein, ja, ich bin heute, ey. Was für der Leute, ja. Meine Werte, danke. Alle. Alles klar, klar.
Moment. Guten Tag, Herr Pause. Ja, vielleicht können Sie mir helfen. Ja, kommt drauf an. Wollen Sie den Hosenmatzler zum Training anmelden? Nein, ich möchte... Üppig sieht er ja nicht aus. Sie müssen noch ein bisschen anfüttern. Ja, ich möchte... Ich gehöre zu den Stärksten unserer Klasse. Klasse? Das sind mal die Jungs unserer Vereine. Entschuldigung, ich möchte einen Ihrer Sportler sprechen. Er trainiert jeden Morgen auf dem Luisenplatz. Das ist Harry, unser Goldstück. Er steht gerade im Ring. Warten Sie, ich hole ihn. Sind Sie so nett. Danke. Du, Vati? Ja? Ich muss Ihnen noch schnell was sagen. Das mit den Ohrfeigen. Ich meine, als der Mann da auf dem Platz trainierte. Ja? Da haben wir... Naja, ich habe mit dem Knallforscher gesprochen. Das sagst du mir erst jetzt? Ich dachte, vielleicht treffen wir ihn nicht an, ne? Also du bist vielleicht großartig. Guten Tag. Sie sind also Harry. Mein Name ist Hauser. Ach, entschuldigen Sie, ich kann Ihnen keine Hand geben. Und das ist mein Junge, Till. Na, Sie kennen ihn ja schon. Ja. Es tut mir furchtbar leid wegen heute Morgen, wissen Sie. Ich war so wütend. Ja, wenn man mich mit einem Knallforscher schreckt, dann wäre meine Reaktion sicher auch nicht anders. Dann nur ich bin Boxer und ein Boxer schlägt dann. Ja, und ein Zwölfjähriger sollte auch schon ein bisschen Verstand mitbringen. Ja, wir haben eben beide was falsch gemacht. Das kann doch mal passieren, nicht? Nur, wenn es bei mir rauskommt. Boxer haben sehr strenge Bestimmungen, wissen Sie? Es kommt bestimmt nicht raus. Also, die Sache erledigt. Keiner mehr böse auf den anderen. Natürlich nicht. Naja, entschuldigen Sie, dass wir Sie gestört haben. Aber bitte, das macht doch nichts. Ja, ist der Kampfvertrag perfekt. Hosenmatz gegen Harry. Du musst dich aber reinhalten, Chef. Unser Harry ist bei uns Vereinsmeister. In 14 Tagen boxt er um die Stadtmeisterschaft. Ist das wahr? Naja, es gibt noch eine Menge anderer Bewerber. Ich weiß noch gar nicht, ob ich aufgestellt werde. Viel Glück. Dankeschön. Na, dann wollen wir mal. Ach, was ich noch wissen wollte. Sind Sie Schwergewicht? Halbschwergewicht. Kann ich mal zugucken, wenn Sie trainieren? Natürlich, komm doch gleich mit. Prima. Moment. Ist nicht was von Schularbeiten gehört? Ach, die sind halb so wild. Das mach ich schon. Jetzt gehen wir erstmal nach Hause und zugucken kannst du auch noch später. Wann denn morgen? Die gleiche Zeit. Aber ohne Frösche. Eine Schweinerei ist das. Den ganzen Nachmittag war die Bande von der Waldbergstraße auf unserem Platz. Also wenn wir uns das gefallen lassen sollen, dann... Ja, wir waren auch schon auf ihrem. Eine Knalltüte bist du. Unser Platz ist doch viel besser, weißt du doch. Leute, hört mal zu. Wenn wir nichts unternehmen, dann denken die noch, dass ihnen alles alleine gehört. Was sollen wir machen? Sollen wir die Kanaillen einzeln abfangen und verdreschen? Oder warten, bis sie wieder hier sind und dann eine Massenkeilerei starten? Einzeln abfangen ist besser. Das ist gemein. Genau. Aber bei einer Massenkeilerei weiß man nie. Wir ziehen nachher zur Wallbergstraße. Einer von uns geht als Parlamentär auf den Platz. Parlamentär? Was ist denn das? Das ist der mit der weißen Fahne. Okay. Till macht das. Er überbringt eine Botschaft. Aber ich kann nicht. Hast du etwa Angst? Ach Quatsch, ich muss weg. Aber gestern hast du doch gesagt, du könntest den ganzen Nachmittag. Naja, es ist eben was dazwischen gekommen. Was ist denn mit dir los? Los, sag's! Ich kann nicht, wirklich nicht. Das ist ein Geheimnis. Beinarbeit, Beinarbeit! Hey, jetzt habt ihr den Filz in die Beine. Los, genau, auf den Puddingbauch. Jawohl! Vorsicht, Deckung nicht vergessen. Ups, da wackelt der Jolzahn. Schalt den Rückwärtsgang ab, Junge. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. So, stopp. Da, ich bin dir da mal eine Pause. Sie sind richtig klasse. Ja, so schlimm ist es auch nicht. Doch, Sie werden bestimmt für die Meisterschaft aufgestellt. Wie alt waren Sie eigentlich, als Sie das erste Mal boxen? 14. Das werde ich im nächsten Jahr. Aber da kannst du bald mit dem Training anfangen. Ja, der Herr Champion, deine Erfrischung gefällig. Aber trink langsam, wenn du keinen kalten Bauch kriegst. Danke dir. Magst du was haben? Gerne. Und Sie trainieren jeden Tag? Abend. Tagsüber habe ich doch einen Beruf. Bin Autoschlosser. Na, wo es doch jetzt um die Wurst geht, da könntest du eigentlich deine liebe Chefin mal bezirzen, dass sie dir ein bisschen früher freigeht, was? Du weißt doch, wie die ist, was die fürs Boxen übrig hat. Und wenn ich nun kommen und Ihnen helfen würde, dürften Sie dann eher gehen? Ist ein prima Junge, Till. Wer hat doch Harrys Betreuer? Im Ernst? Pass auf, jetzt verkohlt er dich. Ich würde es sehr gern. Ich weiß bloß nicht. Was muss denn so ein Boxer eigentlich alles tun? Ja, gut essen und viel schlafen vor allem. Und dann trainieren und trainieren und nochmals trainieren. Laufen,
Sandsackboxen, Kraftübungen und Seilspringen. 55, 56, 57, 58, 59, 60, Till? Du hörst wohl überhaupt nicht mehr, wenn man dich ruft. Wieso? Das Essen ist fertig. Ach. Ja, das Essen ist fertig. Sag mal, spielst du eigentlich nicht mehr mit Kurt und den anderen? Ich hab keine Zeit, siehst du doch. Jetzt kommt mein Training, dann muss ich zu Harry. Dieser Harry, der scheint's dir aber mächtig angetan zu haben. Er ist eben mein Freund. Komm, das Essen ist fertig. Hopp. So, Zeit. Hände waschen, Till. Sag mal, du wirst wohl künftig eine extra Einladung haben. Ich hab nichts gehört, Vater. Naja, das Training. So eifrig solltest du mal deine Schularbeiten machen. Na, Harry ist in der Schule auch nie gut gewesen. Aber jetzt? Was heißt jetzt? Ja, jetzt ist er ein richtig toller Boxer. Wenn er erst die Meisterschaft gewonnen hat. Nimm dir Kartoffeln. Komm. Naja, also, wer richtig in Form bleiben will, müsste eigentlich jeden Tag Fleisch essen. Sagt Harry. Naja, guck dir mal seine Muskeln an. Der braucht dich bloß mal anzutippen, dann gehst du schon zu Boden. Also jetzt habe ich von deinem Harry aber bald genug. Mahlzeit. 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 Du, Peter? Mhm. Hast du eigentlich schon an ein Geschenk für Onkel Bernhard gedacht? Ja, er will mein letztes Buch haben. Mhm. Onkel Bernhard? Hat er denn Geburtstag? Na, übermorgen. Sollst du aber eigentlich wissen, Till. Und du lässt dir die Haare schneiden bis dahin. Muss ich denn mit? Nanu, du bist doch sonst immer so gern mitgekommen, Till. Naja, aber übermorgen und an den anderen Tagen, da muss ich zu Harry in die Werkstatt. Ich habe ihm fest versprochen, dass ich ihm helfe. Aber was sollen wir denn Onkel Bernhard sagen? Lass ihn, er ist kein Kind mehr. Wir können doch auch ohne ihn gehen. Till, ich warte schon eine halbe Stunde. Ich bin doll in Eile, wirklich. Ich weiß, wo du hingehst. Du gehst zu dem Knallfrosch-Sprinter, stimmt's? Ach, du hast mir also nachspioniert, was? Nein, das heißt ja. Aber nicht von alleine, Ehrenwort. Die Bande wollte es so, weil du in letzter Zeit überhaupt nicht mehr kommst. Ja, wenn man Boxer trainiert, hat man keine Zeit für sowas. Was, Boxer ist der? Mensch, du nimm mich mit, ja? Ich verrate auch den anderen nichts. Ich glaube, Kurt, das geht nicht. Warum denn nicht? Ich will doch bloß zuschauen. Aber wir stehen jetzt kurz vor der Meisterschaft. Da können wir keine Zuschauer gebrauchen. Was heißt denn hier wir? Der gehört dir doch nicht allein. Außerdem war ich auch dabei, als wir mit Knallfröschen geschmissen haben. Ja, aber jetzt bin ich sein Freund. Und was ist mit uns beiden? Naja, mit dir bin ich auch befreundet. Gut, dann musst du mich auch mitnehmen. Ach nein. Dann ist es aus. Du kannst dich auch in der Klasse nebeneinander sitzen. Ach Kurt, Mann. Du bist ja mich erledigt. Aber für immer. Nimm mal ab. Gib mal einen Hammer. Nee, einen anderen. Na, Till, was macht Frank? Ha, ich hab einen alten Kartoffelsack mit Sand gefüllt, da üb ich jetzt dran. Ah, du musst ja bald ein paar Boxhandschuhe zulegen, wa? Mal sehen, vielleicht schenkt mir Mutti welche. Bloß im Augenblick herrscht bei uns keine besondere Stimmung. Pass auf, mit der rechten hältst du den Gegner auf Distanz, ja? Und mit der linken schlägst du zu. Weißt du schon, ob du für die Meisterschaft aufgestellt wirst? Ja, Entscheidungsfeld Freitag in 8 Tagen. So, schön Kopf zwischen die Schultern, abdecken, jawohl, kleinere Schritte, du verbrauchst zu viel Atem, komm. Hört der Unfug bald auf, oder was ist? Die Werkstatt ist kein Boxplatz. Stimmt, genau. Auf dem Boxplatz herrscht ein wesentlich freundlicherer Ton. Im Hof stehen 5 Wägen, die müssen heute noch gewaschen werden. Ich helfe dir. Dafür würde ich sehr bedanken. Dankeschön, Till. Da hinten steht ein Wassereimer. Diese Boxerei. Eines Tages schlagen sie sich noch den Schädel kaputt. Nicht aufregen, Harry. Sie ist eben eine Frau. Und Frauen verstehen nichts von Männersport. Oh nein, Karin, bitte nein. Komm, geh mir nicht vor. Lass mir meine Ordnung. Ja, komm, ich fass ja überhaupt nichts an. Ja, ich wisch ja nur so ein bisschen schafft man Unordnung. Hast du auch nichts weggenommen? Ich hab nichts weggenommen. Nein, wirklich. Du sag mal, Peter. Ja.
Was ist eigentlich in der letzten Zeit mit Till los? Wieso? Ja, er wird selbstständig, ganz einfach. Naja, das ist ja sehr schön, aber deswegen braucht er doch nicht eigene Wege zu gehen. Ja, das gehört aber nun mal dazu. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem Kinder aufhören, Kleinkind zu sein und nur noch auf Vati und Mutti zu hören. Das ist zwar für Vati und Mutti sehr schmerzlich, aber sie müssen sich dran gewöhnen. Und dieser Harry? Meinst du wirklich, dass das die richtige Freundschaft für ihn ist? Der Junge bewundert ihn. Sein Boxer kämpft um die Stadtmeisterschaft. Naja, und für Harry ist es herrlich, so einen treuen Bewunderer zu haben. Du, und für mich ist es herrlich, dass ich jemanden habe, der mir alles so schön erklärt. Na also. Ja. Papa, hörst du mir ein paar Vokabeln ab? Du sag mal, Till, seit wann hustest du denn so? Weiß ich auch nicht. Ist aber nicht so schlimm. Ich weiß es. Seitdem er nicht mehr unter der Steppdecke schläft. Wer sich abhärten will, muss eine Wolldecke benutzen. Sagt Harry. Ja. Die Eisenbahn. Henry. Baby. Ach, seid ihr kleinlich. So, abfahren. Tony Part. Mhm. Du sag mal, Harte. Sind das Fußballkarten? Ja, für die Bundesliga. Toll, Vati. Zentralstadion. Da findet doch heute das Entscheidungsspiel statt. Mhm. Reihe 14. Du, da müssen wir aber ein Fernglas mitnehmen. Ja, oh, Onkel Bernhard hat ein sehr starkes. Onkel Bernhard? Kommt der denn mit? Ja. Du, es sind doch aber bloß zwei Karten. Willst du denn nicht? Ich gehe mit Onkel Bernhard. Für dich habe ich keine Karte besorgt, denn du nimmst ja an unserem Familienleben doch nicht mehr teil. Naja, Fußball interessiert mich ja sowieso nicht, ne? Ist ja doch immer dasselbe. Hm, eben. Bahnhof. Und zur Railway Station. Falls die Chefin fragt, der Lieferwagen braucht einen neuen Auspuff, damit du Bescheid weißt. Ist klar. Und schau noch mal nach dem Diesel, ja? Okay. Takari. Na, Till? Du hast schon Feierabend? Tja, neulich Überstunden gemacht, die darf ich abbummeln. Prima, da können wir ja ganz toll trainieren. Nee, du. Mit Trainieren ist heute nichts. Ja, aber... Was aber? Ja, Freitag fällt die Entscheidung. Das sind noch 4 Tage. Wenn sie nur einen anderen aufstellen. Mach dir keine Sorgen, du. Ich bin wirklich gut in Form. Also, Harry. Nee, wirklich, mach dir keine Sorgen. Wir schaukeln das schon. Und wenn sie mir eine Woche später den Siegerkranz umhängen, dann hole ich dich in den Ring hoch. Was? Das willst du wirklich machen? Ja, ist doch klar. Du gehörst doch dazu. Mensch, Harry, du bist ein Ass. Du sei nicht böse. Ich muss wirklich weg. Aber morgen trainieren wir wieder. 5:05. Tschüss, Till. Tschüss. Immer kommt. Danke. Geht in Ordnung. Na? Hat dein Boxer keine Zeit für dich? Nee, ich brauch ja auch mal Erholung, ne? Ich weiß nicht, ob das die richtige Erholung ist, beim Fußballspiel zuzuschauen. Beim Fußballspiel ist der? Naja, da ist doch heute die halbe Stadt auf den Beinen. Naja, die Karten waren bis ausverkauft. Und sonst wäre ich auch hingegangen. Das war kein Tor, das war ein ganz klares Abseil. Tag, Leute. Habt ihr schon gehört, wie das Fußballspiel ausgegangen ist? Ach, Till, die Pfeife. Mach bloß, dass du wegkommst. Der Platz gehört uns ja schließlich allen, nicht? Drückeberger können wir hier nicht gebrauchen. Geh doch zu deinem Boxer. Ich bin kein Drückeberger. Aber als wir zur Wallbergstraße gezogen sind, hast du dich verdrückt. Ich denke, unsere Bande interessiert dich nicht mehr. Das stimmt nicht, das ist eine Lüge. Ach, halt die Klappe. Los, verschwinde. Till, ich gebe dir noch eine halbe Minute. Wenn du dann nicht weg bist, dann... Wartet mal, wenn ich mit dem Boxtraining weiter bin. Natürlich. Ich krieg langsam richtig harte Hände. Naja. Hoffentlich. Oh! Hoffentlich werden sie nicht so hart, dass du deinen Federhalter nicht mehr anfassen kannst. Na? Und wie steht's denn mit den Schularbeiten?
sind fertig. Mhm. Vati sieht sie bestimmt nach. Ach, kann er ruhig. Schlechter als eine 3 habe ich noch nie geschrieben, ne? Ja, stimmt. Guten Appetit. Du. Ja? Übermorgen wissen wir, ob ihr aufgestellt wird. Und eine Woche später schon der Meisterschaftskampf. Gott sei Dank. Wenn die Sache vorbei ist, dann wirst du wohl hoffentlich wieder vernünftig werden. Die Sache ist nie vorbei. Was? Nach der Stadtmeisterschaft kommt die deutsche Meisterschaft, die Europameisterschaft. Oh. Naja, und wenn er dennoch große Klasse ist, sogar die Weltmeisterschaft. Till, hör mal zu. Du bist doch ein großer Junge. Du willst doch die Schule zu Ende besuchen und später vielleicht mal studieren. Hm? Ich will so werden wie Harry. Er ist stark und da traut sich keiner ran. Natürlich. Es ist sehr wichtig, so stark zu sein, Till. Aber sieh mal, was Vati macht, ist doch auch nicht schlecht. Hm? Bücher schreiben, die von vielen Menschen gelesen werden. Ja, ja, aber wenn Vati nachts zum Briefkasten gehen würde, das würde einer kommen und sagen, geben Sie mir Ihre Brieftasche. Was meinst du, was Vati da machen würde? Er würde sie ihm geben. Aber Harry, der würde kurz mal seine Linke abfeuern und der Fall wäre erledigt. Naja, dann feuere mal weiter. Aber vergiss nicht, den Sand wegzufegen. Hier, schau mal. Dein Übungssack ist nämlich nicht mehr dicht. Was glaubst du, was der noch auszuhalten hat? Moin, Harry. Moin. Na, wie viel hast du schon? 28, 29, 30. Ach, fällt dir nichts auf? Was soll mir denn auffallen? Ich habe einen neuen Trainingsanzug an. Ich laufe mit. Musst du nicht zur Schule, sag mal? Ach, freitags fangen wir doch erst um 9 an. Na, dann lauf mit. Halt dich schön neben mir und immer gleichmäßig ausatmen. Schweinerei. Solange der Boxer bei ihm ist, können wir gar nichts machen. Wir haben Zeit. Der kriegt seine Abreibung bestimmt. Sag mal, bist du schon sehr aufgeregt? Wieso denn? Wegen heute Abend. Da fällt doch die Entscheidung, ob sie sich aufstellen. Wird schon schief gehen. Wir warten bis zur großen Pause. Erst wird er umzingelt und dann kriegt er Keile. Und dann halten wir über ihn Gericht. Toll. Am besten verurteilen wir ihn dazu, die beiden Laternen vom Polizeirevier einzuschmeißen. Oh ja. Hast du es mal geschweigert? Dann kriegt er noch mal Keile. Er kommt. Leute, niemand spricht mit ihm. Tag, Leute. Riecht ihr? Wir haben Stinktier in der Klasse. Passt auf, Leute. Am Freitag startet die Meisterschaft im Mittelgewicht. Harry ist auch aufgestellt. Der Trainer hat mir ein paar Karten geschenkt. Du Kurt, hörst du was? Was Pfeifen sagen, höre ich nie. Na, wie ist es? Wer hat Lust? Keiner geht hin. Ich habe 5 Karten in der ersten Reihe. Eine davon kriege ich. Ich auch eine. Danke. Ich auch. Ihr seid alle Verräter. Dein. Nach dem Kampf gehen wir zu Harry. Jeder bekommt ein Autogramm. Ich habe mit ihm gesprochen. Oh, oh, oh. Oh, das war schon immer mein Fall. Denn du bist ganz großartig. Was wird denn das Schönes? Ein Präsentkorb. Siehst du doch. Komm, halt mal hier bitte den Finger drauf. Sehr, sehr. Dankeschön. So, danke. Traubensaft. Alkohol trinkt er doch nicht. Wer? Harry natürlich. Sag mal, bist du jetzt auch schon angesteckt? Aber nein. Heute ist doch der Kampf. Das wird Tils Siegergeschenk. Seelachs. Würde ich auch mal gerne essen. Er hat so lange gespart und alles von seinem eigenen Geld bezahlt. Ich mache die Sachen nur hübsch zurecht. So. Boxer müsste man sein. Ja.
Das ist leider sehr dunkel. Hier wird massiert und hier ist ja gar die Wahl. Also, solche Anstrengungen sind nicht für Auge, Gustav. Ist die Halle schon ausverkauft? Ah, bis auf den letzten Platz. Das ist eine Bombenstimmung. Mensch, Harry, stell dir vor, wenn die jetzt nachher alle zujubeln. Na, wie fühlst du dich, mein Junge? Ja, alles in Ordnung. Willst du einen Kaugummi haben? Nee, nee, in 3 Minuten ist es soweit. Zieh dich mal zu, dass du auf deinen Platz kommst. Mach's gut, Harry. Wird schon hier. Und toi, toi, toi. Das musst du aber auch ausspucken. Toi, toi, toi. Ich gehe jede Wette einen Sieg durch K.O. Aber in welcher Runde? In der ersten natürlich. Bei einem Mann wie Harry ist das doch ganz klar. Die letzten Sekunden vom Kampf. Das Publikum blickt erwartungsvoll zum Ring. Jetzt ist es soweit. Der Titelverteidiger. Er kommt gleich, Leute. Du, so einen Freund möchte ich auch mal haben. Soll ich euch mal was verraten? Wenn er nachher den Siegerkranz umgehängt kriegt, holt er mich in den Ring, hat er mir gesagt. Nein. Kampf um die alte Schwergewichtsmeisterschaft treten an. Uwe Nitschmann, Boxsportverein Holland 1906. Und der Herausforderer, Harry Berger, Box- und Sportclub Borussia. Hallo! Dritter Mann im Ring, Hannes Schwitter, Sportfreunde 08. Ring frei zur ersten Runde. Ja, aber der andere ist auch nicht schlecht. Aber der hat doch Luft in den Handschuhen. Schnell los! Nicht so zögern! Der hat einen verdammt harten Schlag. Ach, den wirst du schon klein kriegen. Onkel Gustav fasst schon auf. Ring frei zur zweiten Runde. Die Deckung nicht vergessen. Ich glaube, die Runde ist an einen anderen gegangen. Ja, Harry muss eben erst warm werden. Hast du mein Taschentuch? Wieso? Willst du winken? Ach, Quatsch, ich schwitze so. Ich bin eben so aufgeregt. Ich schwör doch mal auf damit. Was ist denn los? Warum guckst du denn dauernd auf die Uhr? Naja, die Entscheidung muss doch jetzt gleich fallen. Auf den Boxkampf. Ach je, jetzt drehst du auch noch durch. Aber nein, verstehst du das denn nicht, Peter? Thiel ist doch so begeistert. Wenn ich mir vorstelle, wie der jetzt da sitzt und zittert, du. Wenn ich mir vorstelle, was aus uns geworden ist. Eine Boxerfamilie. Harry, die Deckung. Aber wir waren im Training so gut. Tja. Du
überhaupt nicht mehr zum Zug. Der geht baden. Jetzt ist es passiert. Er ist irgendwo ausgerutscht. Drei. Stimmt. Aber der Winkrich erzählt das schon. 5, 6, 7. Ah, Junge! Das kannst du in den Teppich rollen und nach Hause tragen. Der wackelt ja immer noch. Komm. Sieger nach Punkten und alter und neuer Meister Max Schwergewicht, Uwe Mitschmann. Ausgehen. Im Harris. Und dabei wollte er sich in den Ring holen. Was machst du mit deinen Geschenken? 60 zu 59 für Mitschmann. Grüß schön. Und sag deinem Harry, er soll auf Kegelschieben rumlernen. Aber was essen. Ich kann nicht. Versuch's doch mal. Wirklich nicht. Mir steht schon bis hier. Guten Morgen. Guten Morgen, Peter. Guten Morgen, Butcher. Na? Seelachs? Ist denn der Kampf ausgegangen, Till? Lass ihn doch. Verloren. Komm, bitte. Till, schau mal hier. Einen Apfel kannst du bestimmt essen. Hm? Ja, so mit Fasten wirst du deinem Harry auch nicht mehr helfen. Ich will ihm auch gar nicht helfen. Es ist aus. Wieso? Habt ihr euch gezankt? Ach, er hat sich zusammenschlagen lassen. Ich glaube, ich guck mal nach der Kronprinzessin, nicht? Deswegen ist es also aus. Ich glaube, Till, du weißt gar nicht, was Sport ist. Es geht doch nicht nur um Siegen. Siegen kann immer nur einer. Glaubst du, dass die, die den Meistertitel nun nicht erringen, deswegen schlechtere Sportler sind? Wenn einer in der dritten Runde zu Boden geht? Der Schiedsrichter hat sogar bis 7 gezählt. Hm. Hast du uns nicht erzählt, er wäre dein Freund? Das stimmt also gar nicht. Er war mein Freund, ganz bestimmt. Naja, solange du mit ihm angeben konntest. Aber jetzt hat er den Kampf verloren und er ist erledigt für dich. Wenn einer sich so blamiert, dann muss sein Freund erst recht für ihn da sein. Versagen oder, wie du sagst, blamieren können wir uns doch alle mal. Ich halte ja zu Harry. Aber? Ich habe fest geglaubt, dass er den Kampf gewinnt. Du musst mit ihm reden, du musst ihm Mut machen. Du musst ihm zeigen, dass du ihm vertraust, du glaubst an ihn. Vielleicht gewinnt er dann den nächsten Kampf. Und du glaubst, dass er auf mich hört? Wenn ihr Freunde seid, bestimmt. Till? Kurt, Mensch! Wollen wir wieder zusammen zur Schule gehen? Na klar. Und ist das alles wieder in Ordnung? Natürlich, bei richtigen Freunden gibt's mal einen Kracher, aber sonst halten sie doch zusammen. Du bist prima. Hast du schon gehört, der Boxkampf gestern Abend? Ja, ich weiß, Harry hat verloren. Aber er gibt nicht auf, er trainiert schon wieder. Was, ist das wahr? Ja, am Luisenplatz. Ich bin ja eben vorbeigekommen. Komm, dann müssen wir sofort hin. Aber... Kommst du nicht mit? Du hast doch aber gesagt... Ach Quatsch, jetzt sind wir doch beide Harrys Freunde. Ja.
Es ist, es ist. Haben morgen einen fruchtbaren Arbeitstag gehabt? Oh, man dankt. Na, du Boxer? Sag mal, welche Klasse bist du eigentlich? Bist du Fliegengewicht oder Federgewicht, Leichtgewicht? Naja, ich muss es doch langsam lernen, ne? Du, da muss ich mal Harry fragen. Das sind seine Handschuhe, mit denen er gekämpft und verloren hat. Er hat sie mir geschenkt. Ist ja großartig. Du, die zieh ich mal an, ja? Oh, du, die passen mir. Das ist genau meine Größe. Ja, was ziehst du denn jetzt an, hä? Na? Guck mal da unten in den Schrank rein. Im Schrank? In den Schrank gucken. Na los. Vati, Mensch! Los, anziehen. Und jetzt zur ersten Runde. Komm. Fliegengewicht, Schwergewicht. Und schön decken. Und schön decken. Warte. Super. Den kriegst du aber wieder, du. Den kriegst du aber wieder. Los, zurück, zurück. Aufgestellt. Der Trainer hat mir ein paar Karten geschenkt. Du Kurt, hörst du was? Was Pfeifen sagen, höre ich nie. Na, wie ist es? Wer hat Lust? Keiner geht hin. Ich habe 5 Karten in der ersten Reihe. Eine davon kriege ich. Ich auch eine. Danke. Ihr seid alle Verräter. Dein. Nach dem Kampf gehen wir zu Harry. Jeder bekommt ein Autogramm. Ich habe mit ihm gesprochen. Oh, oh, oh. Oh, das war schon immer mein Fall. Du bist ganz großartig. Was wird denn das Schönes? Ein Präsentkorb. Siehst du doch. Komm, halt mal hier bitte den Finger drauf. Sehr, sehr. Dankeschön. So, danke. Traubensaft. Alkohol trinkt er doch nicht. Wer? Harry natürlich. Sag mal, bist du jetzt auch schon angesteckt? Aber nein. Heute ist doch der Kampf. Das wird Tils Siegergeschenk. Seelachs. Würde ich auch mal gerne essen. Er hat so lange gespart und alles von seinem eigenen Geld bezahlt. Ich mache die Sachen nur hübsch zurecht. So. Boxer müsste man sein. Das ist leider sehr dunkel. Hier wird massiert und hier ist ja gar die Wahrheit. Also, solche Anstrengungen sind nicht für Harry Gustav. Ist die Halle schon ausverkauft? Ah, bis auf den letzten Platz. Es herrscht eine Bombenstimmung. Mensch, Harry, stell dir vor, wenn die jetzt nachher alle zujubeln. Na, wie fühlst du dich, mein Junge? Ja, alles in Ordnung. Willst du ein Kaugummi haben? Nee, nee, in 3 Minuten ist es soweit. Zieh dich mal zu, dass du auf deinen Platz kommst. Mach's gut, Harry. Wird verlieren. Und toi, toi, toi. Dazu musst du aber auch ausspucken. Toi, toi, toi. Ich gehe jede Wette einen Sieg durch K.O. Aber in welcher Runde? In der ersten natürlich. Bei einem Mann wie Harry ist das doch ganz klar. Die letzten Sekunden vom Kampf. Das Publikum blickt erwartungsvoll zum Ring. Jetzt ist es soweit. Der Titelverteidiger. Er kommt gleich, Leute. Du, so einen Freund möchte ich auch mal haben. Soll ich euch mal was verraten? Wenn er nachher den Siegerkranz umgehängt kriegt, holt er mich in den Ring, hat er mir gesagt. Im Kampf um die alte Schwergewichtsmeisterschaft treten an Uwe Ninschmann. Es ist soweit. Der Titelverteidiger. Er kommt gleich, Leute. Du, so einen Freund möchte ich auch mal haben. Soll ich euch mal was verraten? Wenn er nachher den Siegerkranz umgehängt kriegt, holt er mich in den Ring, hat er mir gesagt. Nein.
Kampf um die Halbschwergewichtsmeisterschaft treten an Uwe Nitschmann, Boxsport 1906 und der Herausforderer Ari Berger, Box- und Sportclub Borussia. Dritter Mann im Ring, Hannes Schwitter, Sportfreunde 08. Ringfrei zur ersten Runde. Ja, aber der andere ist auch nicht schlecht. Aber der hat doch Luft in den Handschuhen. Und dann blitzschnell los. Nicht so zögern. Ja, verdammt harten Schlag. Ach, den wirst du schon kleinkriegen. Onkel Gustav passt schon auf. Ring frei zur zweiten Runde. Die Deckung nicht vergessen. Alkohol trinkt er doch nicht. Hm? Wer? Harry natürlich. Sag mal, bist du jetzt auch schon angesteckt? Aber nein. Heute ist doch der Kampf. Das wird Tilts Siegergeschenk. Seelachs. Würde ich auch mal gerne essen. Er hat so lange gespart und alles von seinem eigenen Geld bezahlt. Ich mache die Sachen nur hübsch zurecht. So. Boxer müsste man sein. Also solche Anstrengungen sind nicht für Onkel Gustav. Ist die Halle schon ausverkauft? Ah, bis auf den letzten Platz. Es herrscht eine Bombenstimmung. Mensch, Harry, stell dir vor, wenn die jetzt nachher alle zujubeln. Na, wie fühlst du dich, mein Junge? Ja, alles in Ordnung. Willst du ein Kaugummi haben? Nee, nee, in 3 Minuten ist es soweit. Zieh dich mal zu, dass du auf deinen Platz kommst. Mach's gut, Harry. Wird verlieren. Und toi, toi, toi. Dazu musst du aber auch ausspucken. Toi, toi, toi. Ich gehe jede Wette einen Sieg durch K.O. Aber in welcher Runde? In der ersten natürlich. Bei einem Mann wie Harry ist das doch ganz klar. Die letzten Sekunden vom Kampf. Das Publikum blickt erwartungsvoll zum Ring. Jetzt ist es soweit. Der Titelverteidiger. Er kommt gleich, Leute. Du, so einen Freund möchte ich auch mal haben. Soll ich euch mal was verraten? Wenn er nachher den Siegerkranz umgehängt kriegt, holt er mich in den Ring, hat er mir gesagt. Nein. Kampf um die Halbschwergewichtsmeisterschaft treten an. Uwe Nitschmann. Boxsport 1906 und der Herausforderer Ari Berger, Box- und Sportclub Borussia. Dritter Mann im Ring, Hannes Schwitter, Sportfreunde 08. Ring frei zur ersten Runde.
Ja, aber der andere ist auch nicht schlecht. Aber der hat doch Luft in den Handschuhen. Die deutsche Meisterschaft, denn die Europameisterschaft. Oh. Naja, und wenn er dennoch große Klasse ist, sogar die Weltmeisterschaft. Till, hör mal zu. Du bist doch ein großer Junge. Du willst doch die Schule zu Ende besuchen und später vielleicht mal studieren. Hm? Ich will so werden wie Harry. Er ist stark und da traut sich keiner ran. Natürlich. Es ist sehr wichtig, so stark zu sein, Till. Aber sieh mal, was Vati macht, ist doch auch nicht schlecht. Bücher schreiben, die von vielen Menschen gelesen werden. Ja, aber wenn Vati nachts zum Briefkasten gehen würde, das würde einer kommen und sagen, geben Sie mir Ihre Brieftasche. Was meinst du, was Vati da machen würde? Er würde sie ihm geben. Aber Harry, der würde kurz mal seine linke abfeuern und der Fall wäre erledigt. Naja, dann feuere mal weiter. Aber vergiss nicht, den Sand wegzufegen. Hier, schau mal. Dein Übungssack ist nämlich nicht mehr dicht. Was glaubst du, was der noch auszuhalten hat? Moin, Harry. Moin. Na, wie viel hast du schon? 28, 29, 30. Ach, fällt dir nichts auf? Was soll mir denn auffallen? Ich habe einen neuen Trainingsanzug an. Ich laufe mit. Musst du nicht zur Schule, sag mal? Freitags fangen wir doch erst um 9 an. Na, dann lauf mit. Halt dich schön neben mir und immer gleichmäßig ausatmen. Schweinerei. Solange der Boxer bei ihm ist, können wir gar nichts machen. Wir haben Zeit. Der kriegt seine Abtreibung bestimmt. Sag mal, bist du schon sehr aufgeregt? Wieso denn? Wegen heute Abend. Da fällt doch die Entscheidung, ob sie sich aufstellen. Wird schon schief gehen. Wir warten bis zur großen Pause. Erst wird er umzingelt und dann kriegt er Keile. Und dann, dann halten wir über ihn Gericht. Am besten verurteilen wir ihn dazu, die beiden Laternen vom Polizeirevier einzuschmeißen. Oh ja. Hast du mich geweigert? Dann kriegt er noch mal Keile. Er kommt. Leute, niemand spricht mit ihm. Tag, Leute. Riecht ihr? Wir haben Stinktier in der Klasse. Passt auf, Leute. Am Freitag startet die Meisterschaft im Mittelgewicht. Harry ist auch aufgestellt. Der Trainer hat mir ein paar Karten geschenkt. Du, Kurt, hörst du was? Was Pfeifen sagen, höre ich nie. Na, wie ist es? Wer hat Lust? Keiner geht hin. Ich habe 5 Karten in der ersten Reihe. Seelachs. Würde ich auch mal gerne essen. Er hat so lange gespart und alles von seinem eigenen Geld bezahlt. Ich mache die Sachen nur hübsch zurecht. So. Boxer müsste man sein. Leider sehr dunkel. Hier wird massiert und hier schlag an die Wade. Also, solche Anstrengungen sind nicht für Auge, Gustav. Ist die Halle schon ausverkauft? Ah, bis auf den letzten Platz. Es herrscht eine Bombenstimmung. Mensch, Harry, stell dir vor, wenn die jetzt nachher alle zujubeln. Na, wie fühlst du dich, mein Junge? Ja, alles in Ordnung. Willst du ein Kaugummi haben? Nee, 3 Minuten ist es soweit. Zieh dich mal zu, dass du auf deinen Platz kommst. Mach's gut, Harry. Wird schon her. Und toi, toi, toi. Dazu musst du aber auch ausspucken. Toi, toi, toi. Ich gehe jede Wette ein Sieg durch K.O. Aber in welcher Runde? In der ersten natürlich. Bei einem Mann wie Harry ist das doch ganz klar. Die letzten Sekunden vom Kampf. Das Publikum blickt erwartungsvoll zum Ring. Jetzt ist es soweit. Der Titelverteidiger. Er kommt gleich, Leute. Du, so einen Freund möchte ich auch mal haben. Soll ich euch mal was verraten? Wenn er nachher den Siegerkranz umgehängt kriegt, holt er mich in den Ring, hat er mir gesagt. Nein.
Kampf um die Halbschwergewichtsmeisterschaft treten an Uwe Nitschmann, Boxsport Rheinland 1906 und der Herausforderer Harry Berger, Box- und Sportclub Borussia. Dritter Mann im Ring, Hannes Schwitter, Sportfreunde 08. Ringfrei zur ersten Runde. Ja, aber der andere ist auch nicht schlecht. Aber der hat doch Luft in den Handschuhen. Zum Mittag. Der Herr wird zufrieden sein. Hm? Tschüss. Tschüss. Du, Peter, vergiss doch bitte nicht den Fußballkarten, ja? Wo werde ich Fußball vergessen? Das nächste Mal nehmen wir aber eine richtige Zündschnur und hauen wir ganz schnell ab. Ich weiß nicht. Hab gar keine Lust mehr. Mensch, das kannst du dir doch nicht gefallen lassen. Du hast doch ganz rote Ohren, da müssen wir doch Rache nehmen. Die Sache war doch kindisch. Der Fall ist für mich erledigt. Na, Jungs. Ihr habt wohl keine Lust heute, hein? Die Schule wartet nicht. Fakti, fährst du zum Verlag? Ja, steigt ein, ich fahre in der Schule vorbei. Oh, danke schön, prima. Mit dem Wagen zur Schule. So schön möchte ich es auch mal haben. Herr Hauser, haben Sie noch einen Roman geschrieben? Nur ein paar Kurzgeschichten. Spannend, mit Verbrechern und so? Mit Liebe und so. Schade. Na, Till, was ist denn los? Ist der so still? Ach, gar nichts. Till ist von einem Mann geschlagen worden. Geschlagen? Stimmt das? Ja. Und genau ins Gesicht. Ich hab's selbst gesehen. Was war das für ein Mann? Ein Sportler. Er trainiert immer morgens auf dem Liesenplatz. Wie sieht der Mann aus? Wie ein Sportler so aussieht. Ein Trainingsanzug hat er an. Und vorne ein Vereinsabzeichen drauf. Und was ist das für ein Vereinsabzeichen? In der Mitte ist ein großes B. Und ringsrum einen Kreis aus Blättern oder so. Party. Eigentlich hätte ich noch sehr viel Schularbeiten zu machen. Das fällt dir aber sehr plötzlich ein. Du wirst ja nicht den ganzen Tag dafür brauchen. Aber erstmal wollen wir diese Sache aus der Welt schaffen. Komm. Du noch die Linke, ja. Geht was denn der Leute? Ja. Ja. Weiter mir zusammen. Alle. Moment. Guten Tag. Pause. Ja, vielleicht können Sie mir helfen. Ja, kommt drauf an. Wollen Sie den Hosenmanns da zum Training anmelden? Nein, ich möchte... Üppig sieht er ja nicht aus. Sie müssen noch ein bisschen ranfüttern. Ja, ich möchte... Ich gehöre zu den Stärksten unserer Klasse. Klasse? Dann sind mal die Jungs unserer Vereine an. Entschuldigung, ich möchte einen Ihrer Sportler sprechen. Er trainiert jeden Morgen auf dem Luisenplatz. Das ist Harry, unser Goldstück. Er steht gerade im Ring. Warten Sie, ich hole ihn. Sind Sie so nett. Danke. Du, Vati? Ja? Ich muss Ihnen noch schnell was sagen. Das mit den Ohrfeigen. Ich meine, als der Mann da auf dem Platz trainierte. Ja? Da haben wir... Naja, ich hab mit dem Knallforscher gesprochen. Das sagst du mir erst jetzt? Ich dachte, vielleicht treffen wir ihn nicht an, ne? Also du bist vielleicht großartig. Na los heute, eh? Die Schule wartet nicht. Fakti, fährst du zum Verlag? Ja, steigt ein, ich fahre in der Schule vorbei. Oh, danke schön, prima. Mit dem Wagen zur Schule. So schön möchte ich es auch mal haben. Herr Hauser, haben Sie noch einen Roman geschrieben? Nur ein paar Kurzgeschichten. Spannend, mit Verbrechern und so? Mit Liebe und so.
Schade. Sag mal, Till, was ist denn los? Ist der so still? Ach, gar nichts. Till ist von einem Mann geschlagen worden. Geschlagen? Stimmt das? Ja. Und genau ins Gesicht. Ich hab's selbst gesehen. Was war das für ein Mann? Ein Sportler. Er trainiert immer morgens auf dem Liesenplatz. Wie sieht der Mann aus? Wie ein Sportler so aussieht. Ein Trainingsanzug hat er an. Und vorne ein Vereinsabzeichen drauf. Und was ist das für ein Vereinsabzeichen? In der Mitte ist ein großes B. Und ringsrum einen Kreis aus Blättern oder so. Hier. Du, Vati, eigentlich hätte ich noch sehr viel Schularbeiten zu machen. Das fällt dir aber sehr plötzlich ein. Du wirst ja nicht den ganzen Tag dafür brauchen. Aber erstmal wollen wir diese Sache aus der Welt schaffen. Komm. Vielleicht können Sie mir helfen. Ja, kommt drauf an. Wollen Sie den Hosenmazda zum Training anmelden? Nein, ich möchte... Üppig sieht sicherlich aus. Sie müssen noch ein bisschen ranfüttern. Ja, ich möchte... Ich gehöre zu den Stärksten unserer Klasse. Eurer Klasse? Das sind mal die Jungs unserer Vereine. Entschuldigung, ich möchte einen Ihrer Sportler sprechen. Er trainiert jeden Morgen auf dem Luisenplatz. Das ist Harry, unser Goldstich. Er steht gerade im Ring. Warten Sie, ich hole ihn. Sind Sie so nett. Danke. Du, Vati? Ja? Ich muss Ihnen noch schnell was sagen. Das mit den Ohrfeigen. Ich meine, als der Mann da auf dem Platz trainierte. Ja. Da haben wir... Na, ich hab mit dem Knallforscher gesprochen. Das sagst du mir erst jetzt? Ich dachte, vielleicht treffen wir ihn nicht an, ne? Also du bist vielleicht großartig. Guten Tag. Guten Tag. Sie sind also Harry. Mein Name ist Hauser. Ach, entschuldigen Sie, ich kann Ihnen keine Hand geben. Das ist mein Junge, Till. Na, Sie kennen ihn ja schon. Ja. Es tut mir furchtbar leid wegen heute Morgen, wissen Sie. Ich war so wütend. Ja, wenn man mich mit einem Knallforscher schreckt, dann wäre meine Reaktion sicher auch nicht anders. Dann würde ich den Boxer und einen Boxer schlecken. Ja, und ein Zwölfjähriger sollte auch schon ein bisschen Verstand mitbringen. Waren Sie eigentlich, als Sie das erste Mal boxen? 14. Mach mal. Das werde ich im nächsten Jahr. Da kannst du bald mit dem Training anfangen. Ja, der Herr Champion, deine Erfrischung gefällig. Aber trink langsam, wenn du keinen Bauch kriegst. Danke dir. Magst du was haben? Gerne. Und Sie trainieren jeden Tag? Nee. Abends. Tagsüber habe ich doch einen Beruf. Bin Autoschlosser. Ja, wo es doch jetzt um die Wurst geht, da könntest du eigentlich deine liebe Chefin mal bezirzen, dass sie dir ein bisschen früher freigeht, was? Du weißt doch, wie die ist, was die fürs Boxen übrig hat. Und wenn ich nun kommen und Ihnen helfen würde, dürften Sie dann eher gehen? Ist ein prima Junge, Till. Wer hat doch Harrys Betreuer? Im Ernst? Pass auf, jetzt verkohlt er dich. Ich würde sehr gern. Ich weiß bloß nicht, was muss denn so ein Boxer eigentlich alles tun? Ja, gut essen und viel schlafen vor allem. Und dann trainieren und nochmals trainieren. Laufen, Sandsackboxen, Kraftübungen und Seilspringen. 57, 60. Till? Till? Du hörst wohl überhaupt nicht mehr, wenn man dich ruft. Wieso? Das Essen ist fertig. Ach. Ja, das Essen ist fertig. Ja. Sag mal, spielst du eigentlich nicht mehr mit Kurt und den anderen? Ich hab keine Zeit, siehst du doch. Jetzt kommt mein Training, dann muss ich zu Harry. Dieser Harry, der scheint's dir aber mächtig angetan zu haben. Er ist eben mein Freund. Komm, das Essen ist fertig. Hopp. So, Zeit. Hände waschen, Till. Sag mal, du wirst wohl künftig eine extra Einladung haben. Hm? Ich hab nichts gehört, Vater. Naja, das Training. So eifrig solltest du mal deine Schularbeiten machen. Na, Harry ist in der Schule auch nie gut gewesen. Aber jetzt? Was heißt jetzt? Ja, jetzt ist ja ein richtig toller Boxer. Wenn er erst die Meisterschaft gewonnen hat. Nimm dir Kartoffeln. Komm. Naja, also, wer richtig in Form bleiben will, müsste eigentlich jeden Tag Fleisch essen. Sagt Harry. Naja, guck dir mal seine Muskeln an. Der braucht dich bloß mal anzutippen, dann gehst du schon zu Boden. Also jetzt habe ich von deinem Harry aber bald genug. Mahlzeit. 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 Du, Peter? Hast du eigentlich schon an ein Geschenk für Onkel Bernhard gedacht?
Ja, er will mein letztes Buch haben. Mhm. Onkel Bernhard? Hat der denn Geburtstag? Na, übermorgen. Sollst du aber eigentlich wissen, Till. Und du lässt dir die Haare schneiden bis dahin. Muss ich denn mit? Nanu, du bist doch sonst immer so gern mitgekommen, Till. Naja, aber übermorgen und an den anderen Tagen, da muss ich zu Harry in die Werkstatt. Ich habe ihm fest versprochen, dass ich ihm helfe. Aber was sollen wir denn Onkel Bernhard sagen? Lass ihn, er ist kein Kind mehr. Wir können doch auch ohne ihn gehen. Aber was essen. Ich kann nicht. Versuch's doch mal. Wirklich nicht. Mir steht schon bis hier. Guten Morgen. Guten Morgen, Peter. Guten Morgen, Butcher. Na? Seelachs? Wie ist denn der Kampf ausgegangen, Till? Lass ihn doch. Verloren. Komm, bitte. Till, schau mal hier. Einen Apfel kannst du bestimmt essen. Hm? Ja, so mit Fasten wirst du deinem Harry auch nicht mehr helfen. Ich will ihm auch gar nicht helfen. Es ist aus. Wieso? Habt ihr euch gezankt? Ach, er hat sich zusammenschlagen lassen. Ich glaube, ich guck mal nach der Kronprinzessin, nicht? Deswegen ist es also aus. Ich glaube, Till, du weißt gar nicht, was Sport ist. Es geht doch nicht nur um Siegen. Siegen kann immer nur einer. Glaubst du, dass die, die den Meistertitel nun nicht erringen, deswegen schlechtere Sportler sind? Wenn einer in der dritten Runde zu Boden geht? Der Schiedsrichter hat sogar bis 7 gezählt. Hm. Hast du uns nicht erzählt, er wäre dein Freund? Das stimmt also gar nicht. Er war mein Freund, ganz bestimmt. Naja, solange du mit ihm angeben konntest. Aber jetzt hat er den Kampf verloren und er ist erledigt für dich. Wenn einer sich so blamiert, dann muss sein Freund erst recht für ihn da sein. Versagen oder wie du sagst, blamieren können wir uns doch alle mal. Ich halte ja zu Harry. Aber? Ich habe fest geglaubt, dass er den Kampf gewinnt. Du musst mit ihm reden, du musst ihm Mut machen. Du musst ihm zeigen, dass du ihm vertraust, du glaubst an ihn. Vielleicht gewinnt er dann den nächsten Kampf. Und du glaubst, dass er auf mich hört? Wenn ihr Freunde seid, bestimmt.